Hallo Fische, wie geht's? Ui, ein ist rausgesprungen, oh je, der Mond. Der Mond, sie wenn der Schwerter. Und ich habe nicht mit der Begrüßung angefangen. Naja, also, guten Morgen Fische, ich hoffe es geht euch gut. Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte mit dir schauen, wie die Energie für diese Woche für dich steht, ja? Ich bin einfach heute Morgen aufgestanden und ich war ziemlich neugierig, muss ich dir schon ehrlich sein, ja? Also ziemlich neugierig, wie die Energie für diese Woche steht. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt die Energie für die Woche. Nochmals, eine Karte springt jetzt raus, ja? Der Gehängter. Ja, unsere Energie. Die Energie für Fische, ja? Du hast gesehen, erstmal der Mond, siebende Schwerter haben wir gesehen, der Gehängter. Irgendeine Situation ist Minimum dubios, ja? Minimum. Schauen wir mal, wie die Energie jetzt sich zeigt. Fische. Wie gesagt, ich bin heute Morgen aufgestanden und ich war ziemlich neugierig. Keine Ahnung warum, aber ich mache das jetzt und habe ich nicht unbedingt vorgehabt, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal jetzt, Fische. Ja, wie sich die Energie zeigt. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn, also Fische. Da siehst du mal, die Hohepriesterin. Ja, also die Intuition ist hier. Irgendetwas hat mir heute Morgen gesagt, mach die Energie für die Woche. Und Hohepriesterin, Sternzeichen Fische, könnte auch für Krebs reden. Ja, Krebsfische ist hier zu sehen. Hohepriesterin, große Arkana. Die Intuition, also die Intuition, Fische, irgendetwas sagt dir auch, so wie bei mir, irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, oder Fische? Also irgendetwas sagt dir, hier stimmt was nicht. Und ich sage dir jetzt eine Sache, Fische, wenn das dein Fall ist, tja, ja, also worauf wartest du? Vertraue tatsächlich deine Intuition, die innere Stimme und überhaupt bleibe dir selbst treu, ja? Weil diese Karte ist für diese Woche da, Fische. Die Hohepriesterin ist für die Woche jetzt da, für diese letzte Woche Januar. Ja, für diese letzte Woche Januar ist die Hohepriesterin für dich im Spiel hier. Das heißt, deine innere Stimme, die Intuition. Du weißt, dass in dieser Woche irgendetwas passieren wird. Und du erwartest das schon. Du erwartest das schon. Und du irrst dich nicht. Von da aus, egal was das sein wird, Fische, tja, India ist ja eine Hexe. Das weißt du ja aber auch. Gut gemeint, meine ich jetzt. Also ich bin auch sehr stolz, Hexe, ja? Also sehr stolz sogar. Ich meine, also diese Energie ist für deine Woche da. Und ich staune. Schau mal hier. Schau mal bitte hier. Schau mal bitte hier. Das ist nicht normal. Das ist tatsächlich nicht normal hier. Schau mal. Drei große Arkana zusammen, aber schau mal bitte, welche Arkana? Die Karte der Teufel, der Turm und die Hohepriesterin. Du weißt, dass diese Woche was passieren wird, natürlich. Du weißt das. Du weißt möglicherweise, dass irgendeine Person, die du nicht mehr in deinem Leben möchtest, sich melden wird. Das weißt du schon. Du weißt, dass diese Woche irgendetwas passieren wird. Und du willst das nicht. Sternzeichen Steinbock haben wir hier.
Skorpion, Fische. Und ich zeige dir jetzt, welche Karten für Osho Zen jetzt gekommen ist für dich, ja? Also hier haben wir ein Ende. Einfach ein Ende in einer Situation, Fische. Und egal, worüber wir jetzt hier reden, ne? Weil ich meine, es muss nicht immer über einen Wunschpartner reden oder es ist egal, worüber wir hier reden, Fische. Es gibt bereits eine Situation in deinem Leben, eine dubiose, manipulative, ich rede hier über Manipulation, über Eifersucht, Neid, über was weiß ich was. Also, das spricht hier für ein Ende. Ja? Also, in manchen Fällen könnte ich hier von schlechter Energie reden, negative Energie. Schwarze Magie? Fragezeichen jetzt. Ja? Also, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ja, aber hier reden wir über eine ganze schlechte Situation, die du schon bereits einen Schluss gemacht hast. Und ich denke, du wirst hier noch die Woche dich beschäftigen. Ja. Sehr interessant. Sehr interessant. Eine unerwiderte Liebe sehen wir hier. Nochmals die Intuition. Schau mal jetzt bitte hier, Fische, welche Karten für dich gekommen sind. Ich habe nämlich fünfte Münzen und du weißt, fünfte Münzen kam für Fische. Zukunft Februar, Monat Februar, große Legung Februar. Ich weiß nicht, ob du die große Legung für Februar bereits gesehen hast, Fische. Es wird gerade im YouTube, also ist in YouTube zu sehen, ja? Nicht, ja, einfach YouTube. Also, und da kam diese Karte da auch, fünfte Münzen. Ja? Die Kraft, Ritter der Schwerter. Die Kraft, Sternzeichen Löwe. Wir haben Löwe, Steinbock, Skorpion, Fische, Krebs zu sehen hier. Wir haben hier mit einer komplizierten Situation zu tun. Ja. Und wie du siehst, Ritter der Schwerter, Fische, es gibt eine abrupte, schnelle irgendwie Kommunikation nochmals. Ich sage jetzt nochmals, weil ich denke, das ist irgendwie hat sich. Also du kennst die Person. Ja. Es gibt hier kein gutes Gefühl. Fische, das Gefühl, was ich hier habe, ist nicht positiv. Es ist nicht positiv. Weil diese Gefühle hier, die ich hier habe, ist nicht positiv. Du musst schon aufpassen. Ja. Dass du niemanden idealisierst, dass du tatsächlich niemanden idealisierst und vor dir stellen möchtest, dass du dich nicht wieder als weniger fühlst. Ja, es ist wichtig, dass du dich li selbst liebst, also dass du dich mehr liebst. Fische, liebe dich viel, viel, viel mehr. Ich würde sagen, liebe dich zuerst, dich und lasse los. Ja. Weil hier habe ich mit einer ganz, ganz komischen Sache zu tun, ja. Also du wirst in der Woche noch möglicherweise eine abrupte, schnelle Kommunikation von einer Person bekommen. Eine Person, die genau, ich würde sagen, Fische, du spiegelst dich mit einer Person. Also diese Person, sagen wir mal jetzt so, diese Person, die mit der du dich jetzt kommunizieren wirst in dieser Woche, weil das wird passieren und das wird schnell passieren, vielleicht die nächsten Tagen. Diese Person spiegelt sich mit dir. Diese Person zeigt dir eine Situation von dir selbst, eine Situation, die du nicht magst. Ja, du siehst an der Person eine Sache, die du nicht magst, und das ist genau eine Sache, die du mit dir selbst arbeiten musst. Ja, also diese gerade Erfahrung, die du hast in deinem Leben, ist eine Situation, wo du lernen musst. Wir haben hier mit Co-Abhängigkeiten, mit Suchtverhalten, in manchen Fällen, wie gesagt,
eine, ja, Co-Abhängigkeiten, Suchtverhalten. Ja, in manchen Fällen eine sexuelle Situation ist hier auch zu sehen. Schon, wirklich, sage ich dir ganz ehrlich. Also, da muss man jetzt hier aufpassen. Wie gesagt, die Gefühle, die ich hier habe, sind nicht gut. Von Osho Zen kam die Karte, die Unterdrückung. Ja, die Unterdrückung, ja. Es geht nicht mehr. Eine Situation in deinem Leben, Fische, geht nicht mehr. Ja. Ja, und obwohl Fische, du wirklich praktisch eine Hexe bist, wirklich in dem guten Sinn gemeint jetzt, oder ein Magier bist, trotzdem fällst du immer wieder in die gleichen Situationen. Und das kann man nicht verstehen. Wenn dir tatsächlich deine Intuition sagt, vorsichtig, vorsichtig, und du hörst das aber nicht, du hörst das nicht. Ja? Du hörst das nicht, Fische. Es wiederholt sich immer wieder, fast die gleichen Situationen und du hörst das nicht. Und ich sage dir, es geht dir nicht mehr. Wir reden möglicherweise über Situationen, die sich immer wiederholen bei dir. Es geht aber nicht mehr. Möglicherweise hast du es jetzt endlich mal verstanden. Und diese Kommunikation wird kommen. Aber wir wissen schon, was du hier jetzt machen wirst. Also ich glaube, du weißt es jetzt, dass das passieren wird. Du weißt bereits, dass das sich ergeben wird. Aber du weißt auch nämlich, wie du auf diese Situation drauf reagieren wirst. Du weißt das auch. Ja, du weißt das auch. Unter dem Deck war nämlich drei der Kelche. Das war unter dem Deck bei diesem Deck Osho Zen. Drei der Kelche. In manchen Fällen reden wir hier über eine dritte Person. Ja, aber sicher, sicher, ohne Zweifel. Für manche reden wir hier. Für manche könnten wir hier über Liebhabern, Liebhaberin reden. Wenn man das nicht wusste oder nicht weiß, reden wir über eine dritte Person. Ja, also es gibt eine dritte Person, sicher, sicher. Und tja, und manche feiern nämlich diese Ende, guck mal, unter dieser Karte war jenseits der Illusion. Ich denke, diese Transformation, diese starke Transformation ist hier dann zu sehen. Am Ende, du wirst es merken, also das Gefühl, was du haben wirst, weil du das spürst, weil du das gemerkt hast, es bereitet dir wahnsinnig viel Freude, diese Situation, dass du es jetzt doch, ja, mit dir nicht mehr zulässt, ja, Situationen, dass du es einfach nicht mehr zulässt. Das bereitet dir auch ein Gefühl von Freude, ja. Diese Ende in eine bestimmte Situation, diese Ende mit einer Person, mit einer Situation, egal was das ist, mit einer Arbeit, egal, es bereitet dir schon Freude, ja. Es gibt hier eine starke Transformation. Ja, die Intuition ist hier sehr stark zu sehen. Ja. Augenblick, Fische. Bei manchen könnte sogar diese Energie direkt vor deiner Haustür sein. Ne? Also vorsichtig, ich mag diese Energie nicht. Ich kann das nicht anders sagen. Ich mag die Energie nicht. Ast der Stäbe.
Also jemand möchte hier halt wirklich, ist eine sehr sexuelle Energie. Das sage ich dir jetzt so, wie ich das sehe. Ich sehe hier eine sehr toxische Energie. Ja, genau, das ist besser beschrieben. Eine toxische Energie sehe ich hier, keine gute Energie. Keine gute Energie. Und diese Energie kennst du und kommt immer wieder. Diese Person kommt wieder. Und diese Person hat tatsächlich ein Problem mit sich selbst, mit seinen, also wir haben hier mit einer Person, die selber Probleme mit sich selbst hat, ja? Also es ist eine Person, die erstmal mit seiner karmatischen Situation klarkommen muss. Also es ist eine Person, die sehr wahrscheinlich mit Karma auch zu tun hat. Diese Person muss erstmal mit seiner Situation klarkommen, ja? Tatsächlich, eine Person, die möglicherweise nicht nur finanziell, sondern generell in seinem Privatleben, in seinem Leben, es nicht funktioniert, wie es sein sollte. Eine Person, die wirklich immer wieder kommt, aber versteckt, ja, also er versteckt sich, um an dir zu kommen. Diese Person ist nicht ehrlich, also hier fehlt an eine Ehrlichkeit, ja, aber diese Person möchte dich nicht loslassen, ja. Es kann sich spiegeln, ne, Fisch, es kann sich spiegeln, es kann für die andere Person dann reden. Natürlich könnte möglich sein, aber hier gibt es eine Person, die dich nicht loslassen möchte. Eine toxische Person mit keine guten Intentionen. Diese Person beobachtet dich, diese Person spioniert dich. Diese Person beobachtet dich und tatsächlich hier stellt sich jemand auf eine totale Defensive. Also so ungefähr bis hierher und nicht weiter. Also bleib da, wo du bist, ja? Ich möchte dich so weit weg haben wie möglich. Es gibt hier eine Person und das könntest natürlich du sehr gut sein, die dich hier in eine Defensive stellen möchtest, ja? Und eine Wand dazwischen stellst. Ja, also wir haben hier Fische mit einer gefährlichen Energie, wenn ich das so ausdrücken soll. Eine Person, die möglicherweise keine guten Worte zu dir auch gesagt hat. Eine Person, die nicht respektuos war. Und diese Person kommt wieder zurück. Und nochmals Fische, das ist ein Zyklus, die sich ständig wiederholt bei dir. Ja, Schluss damit, Schluss mit der Situation hier. Kommunikation kommt. Und was ich denke, du bekommst eine Wahrheit. Du kommst auf eine Wahrheit. Du bekommst eine Wahrheit. Diese Person, also Achtung, Fische, ich sage dir, irgendwie bin ich heute aufgestanden und ich wusste, dass ich mich mit der Energie von Montag beschäftigen musste. Ja, also für die ganze Woche. Diese Person macht Konflikte, ne? Also diese Person möchte, kommt mit keine angenehme Kommunikation. Diese Person ist nicht respektuos. Diese Person, mit dieser Energie musst du aufpassen. Und es kommt zurück. Die Energie kommt zurück diese Woche, Fische. Ich bin gespannt, was du mich kommentierst, weil ich denke, du wirst mir schon was kommentieren. Vorsichtig mit dieser Energie. Es gibt überhaupt keine gute Energie hier zu sehen. Ja. Nochmal, Sternzeichen Löwe, sehr stark zu sehen hier. Steinbock, Skorpion, Fische, Krebs. Ein Luftelement ist auch hier zu sehen. Es könnte auch Wassermann. Zwilling, Waage, könnte. Sternzeichen am Ende sind nicht wichtig hier. Wichtig ist die Situation in sich. Die Situation sieht nicht positiv aus. Von da aus entferne dich auf der Stelle von dieser Energie, die dir nur Probleme bringt und die immer wieder kommt und immer wieder kommt. Was will man hier mit dieser Situation überhaupt? Ja? Also Fische. Pass auf dich auf. Und pass auf dich auf und genau. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche.
Auf jeden Fall vorsichtig mit dieser Energie. Und wenn das bereits jetzt ein Entschluss ist, mit dieser Situation ist perfekt. Ist das Beste, was du machen könntest. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich danke dir für deine Likes, deine Unterstützung in meinem Kanal. Ja, deine ewige Unterstützung in meinem Kanal. Fische, vergesse nicht, ja, Gott liebt dich. Ja, und ich dich auch. Danke, Fische. Bis bald. Tschüss.